Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über Big Monster, der Schaustellerfirma Kramer aus Herford. Er lebt unter anderem hier in diesem Video interessante Off-Ride- und Rekommandeuraufnahmen aus den Jahren 2001 und 2003 sowie ein komplettes On-Ride-Video. Und dazu gibt es wie immer Zahlen, Daten, Fakten dieser Monster 3 Anlage der Firma Schwarzkopf, welches immer noch sehr beliebt bei den Besuchern ist. Also bleibt dran, wenn ihr auf wilde Rotation steht, und bis gleich. Willkommen zurück, und bevor ich zu Big Monster komme, möchte ich mich nochmal bei dem Funfair-Blog-Zuschauer Schüler 2013 E2L.hi recht herzlich bedanken, und zwar bei dem Lukas, denn er hat mir pünktlich zu meinem Geburtstag heute, also heute haben wir den 7. Mai, nur damit ihr es wisst, hat er mir per Post eine Glückwunschkarte geschickt, und zwar schrieb er: Hallo Lars, Happy Birthday to you, herzlichen Glückwunsch zum 37. Scheiße, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, ne? Bin gefühlt Anfang 20. wünscht dir Lukas Heil, in Klammern Schüler, Toblerone passte nicht rein. Und dann hat er mir nur so eine Schokolade mit dran getackert oder dran geklebt. Also, lieber Lukas, vielen herzlichen Dank, eine absolute Überraschung. Und anscheinend hast du das komplette, Video gesehen. Und somit weißt du auch, dass ich Toblerone sehr gerne mag. Aber wie gesagt, deine Karte ist sehr gut angekommen und absolute Überraschung. Die Überraschung ist dir geglückt. Vielen Dank nochmals dafür. Sehr cool und schöne Grüße zurück. Und jetzt kommen wir aber zu Big Monster, und zwar der Schaustellerfirma Raul Hermann Kramer aus Herford. Big Monster ist ein Monster 3 Polyp, also vom Fahrgeschäftstyp her, des Herstellers Anton Schwarzkopf. Und Big Monster besteht aus einem drehbaren Mittelteil, von dem sich aus 5 Arme in einem hohen Bogen bis über den Bogen erstrecken. Die Arme laufen im Mittelteil des Fahrgeschäfts zusammen und können sich auf einem gebogenen Stahlauslager auf- und abwärts bewegen. Ja, während der Fahrt wird das Stahlauslager hochgefahren, wodurch die Arme in eine Schrägstellung gebracht werden, und dadurch hängen die Arme auf einer Seite etwa 2 Meter über den Boden, und auf der anderen Seite berühren die schon fast den Boden. Also das sieht schon wirklich sehr spektakulär aus. Am Ende eines jeden Arms befinden sich ein ebenfalls drehbares Gondelkreuz, an dem 5 Gondeln befestigt sind und die sich zusätzlich um ihre eigene Achse drehen und Platz für 2 Personen bieten. Das Mittelteil, also die Gondelkreuze, oder anders, das Mittelteil, die Gondelkreuze und die Gondeln selbst werden durch Elektromotoren angetrieben. Zusätzlich sind die Gondeln auch frei drehbar, also die Kotzeritis lässt grüßen. Und das ganze Gerät dreht sich also in alle Herrgottsrichtungen. Und somit sorgt Big Monster schon für eine, turbulente Fahrt, die aber, Achtung, jetzt kommt's, ohne Überschläge verläuft. Und das finde ich wiederum recht positiv. Ja, mit 11 Umdrehungen pro Minute ist Big Monster, man kann sagen, auch wirklich ein familientaugliches Geschäft. Und 1997 kaufte Kramer das damals 16 Jahre alte Karussell von einem Schaustellerkollegen zum lächerlichen Preis von 500.000 Euro, also ein Schnapper. Und der Neupreis so einer Monster 3 Anlage belief sich damals, also 1981, übrigens bei 2,5 Millionen D-Mark. Unfassbar, oder? Mit 5 Leuten ist ein Aufbau dieser Anlage in knapp 2 Tagen zu schaffen. Also recht mobil. Was heißt recht mobil? Naja, die wiegt schon ein bisschen was, die Anlage. Und was auch noch ganz interessant ist, ist in der Winterpause 2014 und 2015 wurde das Geschäft umfassend umgestaltet. Und zwar mit einer neu bemalten Rückwand von Atelier EK sowie ein neuer moderner LED-Schriftzug, also Big Monster LED-Schriftzug. Und somit kann man sagen, ist die komplette Beleuchtungsanlage von Big Monster auf die neue aktuelle LED-Technik umgestaltet oder umgerüstet.
Ja, dann schauen wir mal auf die dänischen Daten von Big Monster. Schauen wir mal drauf. Also Baujahr ist 1981. Hersteller ist die Firma Anton Schwarzkopf. Wir haben 22 Meter Breite, 22,5 Meter Tiefe. Wir haben einen Flugkreisdurchmesser von ca. 17,6 Meter. Zur Besatzung, wir haben 25 drehbare Gondeln für je zwei Personen. Polyesterverkleidung mit indirekt beleuchteten, aus schlagfestem Kunststoff hergestellten Ornamenten. Die Anlage wiegt ca. 60 Tonnen. Und zum Stromanschlusswert kann man nochmal sagen, 95 kW wird für den Antrieb benötigt und ca. 45 kW für die Lichtanlage. Zu den mitgeführten Fahrzeugen. Es werden zwei Gerätewagen mitgeführt, 12 mal 2,5 Meter, mein Gott nochmal. Ein Personal- und Werkstattwagen, 12 mal 2,5 Meter. Ich habe es heute mit den Meternangaben. Unfassbar. Mein Gott, nochmal. Ist das sehr schwer. Und ich verhedder mich hier schon wieder. Ein Wohn-, Küchen- und Bürowagen, 14 mal 4,5 Meter. Ein Camping, 6 mal 2,2 Meter. Zwei Zugmaschinen, zwei Pkw. Und das war's auch schon. Anstelle, jetzt hätte ich eigentlich einen Punkt setzen können, ne? Aber es kam so unvorbereitet. Gut. Die nun gleich folgenden Aufnahmen stammen vom Hamburger Frühlingsdom 2001. Und zwar gibt es ein Offride, dann Rekommandeuraufnahmen und ein komplettes Onride. Und dann habe ich nochmal zugepackt vom 19. April 2003, ebenfalls gefilmt auf dem Hamburger Frühlingsdom, Offride-Aufnahmen und dann nochmal Rekommandeuraufnahmen. Ja, nach dem Video sehen wir uns bekanntlich nochmal wieder zu meinem persönlichen Fazit zu Big Monster. Dann habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch und wir kommen zum Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe. Sprich, dann kommt ihr nochmal zu Wort. Aber nun würde ich sagen, machen wir ein paar schöne, schnelle Rotationen mit Big Monster. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich.
Also von der Optik her phänomenal, oder? Ja, meine persönliche Meinung zu Big Monster. Ich bin dieses Geschäft tatsächlich auf dem Hamburger Frühlingsdom 2001 das erste Mal gefahren. Und ich kannte natürlich diesen Fahrgeschäftstyp her schon, beispielsweise vom Heidepark. Aber auf einer Kirmes sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Ja, mit den Lichtern, mit den Farbeffekten her. Dann natürlich auch Zusammenspiel mit der Musik, Rekommendation und so weiter und so weiter. Und die Nebeleffekten auch. Einmal gefiel er mir wirklich von der Optik her. Dieses Geschäft macht meines Erachtens einen wirklichen gepflegten Eindruck. Und man sieht auch, dass die Firma Kramer ja mit Herz, Liebe und Verstand dabei ist. Also die auch in ihrem Geschäft wirklich das immer weiterentwickeln, pflegen, und es macht, wie gesagt, einen absolut gepflegten Eindruck. Und von der Fahrt her muss ich wirklich sagen, ach, ich liebe es. Ich liebe diese Monster 3 Schwarzkopf-Geschäfte. Die machen wirklich Spaß, die sind familientauglich, die sind nicht zu hart, also nicht zu wild. Selbst in meinem hohen Alter, mit mittlerweile 37 Jahren, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe es am Anfang des Videos ja gesagt, wie alt ich bin. ja, es ist wirklich zu wild, es ist wirklich eine schöne, weiche Fahrt, die macht Spaß. Und auch nach das Ende, also wie der Polypte nochmal richtig Gas gibt, das macht natürlich am meisten Spaß.
Und auch diese Starthupe, die richtig laut ist, ich finde sowas geil, weiß ich nicht, ich finde das cool. Und auch diese Blitzeffekte, dann diese Nebeleffekte und jetzt auch eben aktuell bei den Gondeln, diese LED-Schriftzug, diese Neonröhren waren da glaube ich auch irgendwo zu sehen, diese Beschriftung, ich finde sie einfach cool. Und man merkt eben wirklich auch, dass das Kramer ja an dem Geschäft immer weiterentwickelt, immer etwas Neues macht, ob das jetzt mal die Rückwand war oder eben der Big Monster Schriftzug, die hauen da richtig Kohle rein. Und das sieht man auch, finde ich. Das sieht man auch die Fahnen, die manchmal über dem Big Monster Schild wehen, fand ich sehr cool. Ich weiß gar nicht, ist das noch aktuell? Ich glaube nicht, ne? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich mit dem Geschäft gerne gefahren und fahre ich heute auch immer noch gerne. Wie gesagt, ohne dass mir dabei schlecht wird. Und wenn ich jetzt eine Schulnote geben müsste, dann würde ich Big Monster tatsächlich eine 1 geben, weil ich wüsste jetzt nicht, was man daran verbessern sollte. Also ja, es macht Spaß, es ist von der Optik her super. Was soll ich jetzt noch dran verbessern? Ich weiß es nicht. Also von meiner Seite aus her wirklich eine 1. Und jetzt habt ihr natürlich wieder mal gefragt, und zwar, wie ist eure persönliche Meinung zu Big Monster von Kramer? Welche Schulnote würdet ihr diesem Monster 3 Geschäft geben? Und dann nochmal eine Zusatzfrage. Welcher reisende Polyp ist euer Favorit? Entweder Krake, Octopussy, Big Monster oder Polyp XXL Beach Polyp? Nehmt gerne mal an der interaktiven Umfrage teil auf YouTube und auf Google+. Blende ich euch jetzt mal hier oben rechts ein. Oder wenn ihr das Video jetzt auf Facebook seht, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Natürlich auch auf YouTube, Google+ und Facebook, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Schreibt ihr einfach mal rein, interessiert mich. Und das ein oder andere Posting, auch das Umfrageergebnis, werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ich hab's heute mit dem Versprechen wieder, ne? Oh, bei jeder, ich kann nicht einmal alles perfekt machen. Das ist bei mir nicht möglich. Egal. So, ja, bei der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um Crazy Mine aus dem Hansapark in Sechsdorf. Und da habe ich euch gefragt, einmal, wie ist eure persönliche Meinung zu Crazy Mine? Welche Schulnote würdet ihr dieser Achterbahn geben? Und dann habe ich auch noch gefragt, mögt ihr Achterbahn mit oder ohne Inversion? Und wenn ich jetzt mal auf das Ergebnis schaue, ja, eindeutig. Also insgesamt haben 48 Personen abgestimmt und mit Inversion sagen 33 Personen und ohne Inversion sagen 15 Personen. Also klare Sieger, ihr mögt Achterbahn mit Inversion. Ja, also über Kopf, hey. Ja, und dann habt ihr natürlich auch wieder fleißig kommentiert auf YouTube zum Beispiel, schrieb der Paschis Karaoke Channel: Das ist aber noch ein sehr altes Video vom Park. Ja, kannst du mal sehen, ne? Was ich nicht so alles hab. Da stehen ja noch nicht mal die Glocke und Rio Dorado im Park. Ja, da kannst du mal, wollte ich gerade sagen, wir hatten ja damals nichts, wir hatten ja gar nichts. Aber es hat Spaß gemacht. Ich finde die Crazy Mine war toll. Eine Fahrt muss immer beim Besuch des Parks sein, jedoch finde ich die Kurven echt schrecklich und bekomme da immer etwas Panik, weil ich als kleines Kind in diesen Kurven mal fast aus dem Wagen geflogen bin. Ui, was? Mittlerweile bin ich ja schon groß. Na, da sind die Probleme eher die Waggons. Viel zu klein und die Bügel sind zu weit unten. Mein Partner ist 1,85 Meter, der passt nicht mehr in die Waggons und die Bügel schließen nicht. Oh, ärgerlich. Ich mit meinen 1,81 Meter muss mich ziemlich reinpressen und bekomme den Bügel auch nur mit viel Mühe zum Einrasten, was die Fahrt sehr unangenehm werden lässt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wie alt wollte ich gerade sagen? Wie groß bin ich? 1,79 Meter. Ich habe damit an sich keine Probleme. Ich meine, gut, es ist schon ein bisschen eng, aber pff, ja gut. Wo war ich denn jetzt? Darum gebe ich dieser Achterbahn eine gut gemeinte 4-. Wenn es mal neue, größere Waggons geben wird, was glaube ich nie leider passieren wird, man weiß es nicht, dann würde die Bahn von mir eine glatte 2 bekommen.
Ich bevorzuge Achterbahnen mit Inversionen. Meine Lieblingsachterbahn ist der Fluch von Novgorod, der auch im Hansapark zu finden ist. Liebe Grüße! Jo, viele Grüße zurück, lieber Paschis. Habe ich das richtig ausgesprochen? Paschis? Ja. Für dein ausführliches Kommentar und deine Meinung. Sehr, sehr cool. Ja, kann man mal sehen, wie unterschiedlich hier die Meinungen gehen. Ich habe der Crazy mal eine 1 gegeben. Es gibt immer noch Menschen, Besucher, Fans, wie auch immer, die sagen, ah, die Bahn gefällt mir nicht so. Ich meine, gut, das mit der Größe, dass der Waggon recht eng ist, ja, ist schon blöd. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich bin nur 1,79. Dann schauen wir mal auf Facebook, und zwar die Jacqueline Clausen. Die gute Crazy Mine. Die Bremsen finde ich wirklich fiese. Gibt immer Aua. Ja, kenne ich. Aber auch ich fahre jedes Mal, wenn ich im Hansapark bin, damit. Achso, damit. Punkt. Die Thematisierung finde ich klasse. Passt einfach alles. Ja, meine Meinung, die mich bestätigt. Oder die vielleicht auch Jacqueline. Sagt man eigentlich Jacqueline oder sagt man Jacqueline? Jacqueline, glaube ich, ne? Ach, sorry. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, und Jacqueline ist, glaube ich, auch eine richtig Profi-Tänzerin, wie ich auf Instagram gesehen habe, weil da postet die auch immer fleißig oder gibt immer, wie sagt man, gefällt mir auf der Funfair-Blog-Seite. Also vielen Dank dafür, und schaut auch mal auf Instagram rein, weil da ist Funfair-Blog auch vertreten. Sehr, sehr cool. Dann schauen wir mal auf Google+. Und zwar der Kai Minsen. Das Theming ist das einzige Highlight dieser Bahn. Hui. Ich habe die Fahrt als sehr unbequem in Erinnerung. Ich kam mit meinen 1,85 Meter, sollte eigentlich keine allzu extravagante Sondergröße sein, nur notdürftig in diesen tiefen Sitz rein und wieder raus. Oh, ihr seid alle so groß. Dazu stießen andauernd die Knie an, was bei einer wilden Mausfahrt erklärtermaßen besonders unangenehm ist. Ja, das stimmt. Auf der Unbequemheits-Bandit-Skala kriegt diese Bahn eine glatte 9,5. Ja, muss ja auch mal sein. Lieber Kai, vielen Dank für deine Meinung. Ja, kann ich, glaube ich, also ich kann schon nachvollziehen. Wenn man etwas größer ist, hat man wirklich Probleme, in die Gondel reinzukommen und wieder rauszukommen. Und dann ist die Fahrt natürlich nicht mehr so angenehm, das stimmt. Aber naja, so ist es eben. Ja, falls euch das Video gefallen hat, sorry, ich bin heute ein bisschen durcheinander, aber wie gesagt, heute ist mein Geburtstag, und ja, könnt ihr mal sehen, ne? Selbst an meinem Geburtstag drehe ich für euch Videos. Ich habe aber noch kein Uso gehabt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google+, hier oben rechts, oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Ja! Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite auf Gefällt mir, und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Im Anschluss kommen wie immer die Outtakes, und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint natürlich wie immer am kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao! So, Text können wir. Kann losgehen. 3, 2, vergessen. Scheiße. Ich kann nichts behalten, ne? Das ist unfassbar. Das ganze Gerät dreht sich also in sämtliche Richtungen. Fuck! 2007 kaufte Kramer. 2007? Hm, nee, 1997. Das Mittelteil. Die Kreuze? Die Gondelkreuze? Ja, dann sag das doch!